Ja, ich krieg den Drachen noch nicht tot. Ist einfach so. Nicht genug Schadensoutput. Und nicht genug Level, würde ich sagen. Interessant. Steam Workshop hochladen, exportieren, Übersicht. Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Aber nee, was wollte ich jetzt gerade? Ach ja. Diese. Weiß ich jeden Platz auf einem einzigen Schiff ein Mannschaftsmitglied zu. Uana-Fraktion, Prinzipi, bla bla bla. Baue 5 Bomben, baue 5 Zauber, erschaffe 3 Schriftrollen, verzaubere 5 Gegenstände. Ein Schiff jeder Art. Erreiche mit einem Spielcharakter Stufe 20. Ah, Max-Stufe ist also 20. Und ich habe irgendwie so das Gefühl in den DLCs, dass ich etwa in diese Stufe reinkommen sollte. Geisterparadies. Besiege den Vorboten, das war ja leicht, okay? Erschaffe mit Hilfe des Kreaturenspalters ein Haustier. What a... Also ja, ich krieg den Vorboten noch nicht tot, würde ich sagen. Da brauche ich noch ein paar Level und bessere Ausrüstung. Ich würde echt mal sagen, wenn wir die Level, wenn wir die Quest soweit abgeschlossen haben. Ja. Tote Scholle. Da sind wir gerade. Aber jetzt will ich erstmal zum zersplitterten Riff. Da ist ein Sturm. Und dann nach Nekataka zurück. Na, welche Orte sind jetzt neu? Ah, das zersplitterte Riff. So. Bootshaus, eingelegter Aal, vom Meer gepeitschte Krypta, leuchtender Vorsprung. Gucken wir uns erstmal den eingelegten Aal an. Oh Gott, das ist eigentlich ein ganzer Schiffsfriedhof hier. Du kommst an einer an einen Stall aus dichtem Nebel an. Eine Reihe wackeliger Docks verbindet verstreute Flecken trockenen Landes. Auf allen Seiten umgeben dich die Rümpfe zersplitterter und gestrandeter Schiffe. Der dicke Nebel, der über dem Wasser hängt, verhüllt die Wege in alle Richtungen. Die einzigen Geräusche, die du hörst, ist das Plätschern des Wassers sowie deine Schritte auf dem engen, verrotteten Planken. Die unheimliche Stille wird durch das Bellen eines Hundes irgendwo zu der Linken zerrissen. Nach dem Hund pfeifen. Dein Pfeifen wird mit einem erneuten Bellen beantwortet, dann mit einem Winsen abrupt und schrill. Nach einigem Moment still hörst du laufende Füße auf den Docks. Ein Hund sprecht auf den Nebel hervor, sein dunkles Fell blutverkrustet. Zwei Gestalten mit roten Mündern stolpern dem Hund hinterher. Als sie aus dem Nebel treten, erhöhen sie ihr wahres Ich. Verwest und verrotten durch die Form nach noch menschlich Darguls.
Als sie dich erblicken, bleiben sie stehen. Sie taumeln, aber bewegen sich nicht weiter. Aus der Dunkelheit der Nebel kommt eine dritte Gestalt. Sie trägt eine Robe und hält einen gewundenen Stab hoch. Ein Lichtblitz trifft auf den Stab. Du siehst, wie in die Stirn der Dagos eingebrannte Runden aufleuchten, während Signalfeuer in der Dunkelheit. Mit einem Knurren stürzen die Dagos auf dich zu. Ihre verspürten Krallen durchschneiden die Luft. Hey, ein Nekromant. Oder ist es ein Vampir? Oh, sogar der Hund ist bösartig. Und was bist du? Ah, du bist tatsächlich ein Vampir. Dagul-Hautdegen, Dagul-Scharfschütze, Grabhund und noch ein Dagul. Und dich hätte ich mal in die richtige Stellung bringen. Okay, der Vampir hat's auch in sich. Oh, und ich habe vergessen, alle auf das Level abzugeben, hä? Oh, ich habe vergessen, Seraphim wieder reinzunehmen. Ja, bitte. Also ja, ich habe so das Gefühl, ich muss bei dem Kampf erstmal die ganzen Darghouls loswerden. Weil der Vampir alleine vielleicht nicht so viel Damage macht. Und ich hätte gern wieder Seraphim in meinem Team. Gut, gehen wir als erstes zum Bootshaus. Die stehen hier an Bord, das geht so weiter. Plötzlich kommt ein markerschönes Knurren aus dem Nebel nur wenige Meter vor dir. Ja, Fehlschlag, blutverkrustet, bla bla und Dagule. Dagule und ein Vampir, yay. Ach ja, und der Hund. Du buffst? Du holst dir einfach mal den Dagul. Back
back on your feet, sailor. Oh, Fenrir hat's erwischt, hä? Sollte ich geringes Sand auflegen? Nö. So, dann mal bitte schneidendes Feuerding, den Vampir. Da ist noch ein Dargul-Haudegen. Noch ein Dargul-Haudegen. Okay, Xoti, hol mal Luft. Gut, es ist noch der Scharfschütze und der Vampir übrig. So, Xoti, du heilst mal. Alle? Jetzt, wo der Vampir kurzzeitig unter unserer Kontrolle steht. Au, Xoti kriegt auf die Klemme. Edda, hau den mal um. Dann hau ihn halt noch mal um. Wenn ihr heilen. So eine neue Heilzone herbeizaubern. Captain. Lava beyond fixer. Du tust ihn mal sehen lassen. Stand together. Gut. Heiliges Feuer auf dich. So, geht doch. Vampirkampfstab. Mhm. Ja, die waren auch so stark, weil sie alles hervorragende Sachen getragen haben. So, alle auf ein Level up und Xoti Level up. Ach ja, das Flammeninferno. Das war dein Level Up. Und jetzt noch das von Xoti gerade. Schnell machen. Athletik und mal überleben, etwas steigern. Ja, nehmen wir mal die Wiederbelebung ruhig. So. Da würde ich mal sagen, bevor wir den Rest dieser Insel erkunden,
speichere ich hier. Das ist jetzt dann LP038. LP038. 038. So. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.